So, da wären wir wieder. Eine Runde mit dem Zwerg, unserem Krieger, der sein Schiff abholt, was ja auch mal Zeit wurde. Wow, seht euch das an. Das nenne ich stilvoll. Schönes Schiff. War das der Lohn eures feigen Meisters für den Mord an Lord Grathans Sohn? Ach, und der Attentäter wieder. Man hat immer was zu tun. Habt ihr damit ein Problem? Ach, wie erfrischend. So muss ich kein Geständnis aus euch rausprügeln, bevor ich euch das Leben nehme. Ein wahrer Sith dankt seinem Feind, da er durch ihn seine Wut ablassen kann. Mein Meister wollte, dass ich euch danke, ehe ich euch töte. Ein wahrer Sith lässt sein Lichtschwert sprechen. Ich gebe zu, ihr zeigt Mut. Ich bin Lord Garthans bester Attentäter. Mich schickt er zu denen, die am schlimmsten leiden sollen. Ich bin hier, um euch zu töten, weil ihr den Sohn meines Meisters ermordet habt. Zeit, euch das Maul zu stopfen. Dies sind die letzten Worte, die ihr je hören werdet. Was eine Lusche. Ich grüße Sie. Ich bin 2VR8, das Mädchen für alles auf diesem Schiff. Sie müssen mein neuer Herr sein. Ein netter, freundlicher Herr. Sehe ich nett aus? Nenne mir deine Angriffsprotokolle, Droide. Ich wurde nicht für Gewalt geschaffen, aber ich bin nützlich. Ich bin für eine Vielzahl von Funktionen programmiert. Darunter unter anderem die Zubereitung von Mahlzeiten, die Schiffswartung, Reinigungsdienste und Etikette. Willkommen an Bord dieses imperialen Abfangjägers der Fury-Klasse. Einem vielseitigen Schiff, das die Manövrierfähigkeit eines Raumjägers mit einer Bewaffnung kombiniert, die auch größeren Militärschiffen trotzt. Sie finden hier alle gewohnten Annehmlichkeiten sowie einen eigenen Kapitänsspind für die Aufbewahrung von Wertgegenständen. Die Astrogationskonsole enthält eine ständig aktualisierte Karte der bekannten Galaxis. Die interstellare Kommunikation wird über das Holoterminal des Schiffs aufgerufen. Wichtige und nützliche Hinweise finden Sie in der imperialen Holonetz-Konsole. Und über das Intercom des Schiffs können Sie Ihre Crew über neue Befehle informieren. Haben Sie noch Fragen? Ich habe eine Mission zu erfüllen. Mal sehen, was das Schiff so alles kann. Ich bin froh, dass Sie mich nicht deaktivieren. Ich meine, viel Glück. Ich bedauere, dass ich Sie im Kampf nicht unterstützen kann. Aber mein Gestell würde dem Stress nicht standhalten. Sollten jedoch Probleme auftreten, die unter Ihrem überlegenen Niveau sind, zögern Sie nicht, sie mir zu melden. Meine Funktion ist es, Ihnen zu dienen. Wenn Sie bereit sind, aufzubrechen, rufen Sie die Sternenkarte auf der Brücke auf. Sie wird die gewünschten Astrogationskoordinaten programmieren und die Triebwerke aktivieren. Ich nehme an, du bist mit dem Raumschiff zufrieden? Es ist ein herausragendes Schiff. Ich hoffe, es wird dir gute Dienste leisten.
Es gibt viel zu tun. Meine Interessen müssen gewahrt und meine Feinde vernichtet werden. Norman Carrs Bemühungen, meine Spione zu entlarven und dem Jedi-Rat die Macht seines Padawans zu beweisen, müssen scheitern. Du wirst voll und ganz in dieser Aufgabe aufgehen. Es ist mir eine Ehre. Die Informationen, die wir von diesem republikanischen Agenten erhalten haben, werden uns leiten. Wir wissen, dass unser Spion auf Nar Shaddaa überwacht wurde. Wir wissen, wo diese Padawan-Schülerin gefunden wurde, wo sie ausgebildet wurde und dass die Jedi jemanden geschickt haben, um meinen Spion auf Balmorra zu entlarven. Der Padawan muss aufgespürt und vernichtet werden. Aber zuerst musst du mein Netzwerk schützen, indem du meine Spione auf Balmorra und Nar Shaddaa zum Schweigen bringst. Betrachtet sie alle als ausgelöscht. Nichts weniger als das wird ausreichen. Meine Kontakte auf Balmorra und Nar Shaddaa werden wissen, was zu tun ist. Deine Aufgaben sind von höchster Bedeutung, mein Schüler. Sei grausam, sei zornig, sei tödlich. Mal sehen, ob ich meine Waffen upgraden kann. Wäre auch nicht schlecht. Schon mal für den nächsten Level einkaufen. Seht ihr etwas, das euch zusagt? Beehrt uns bald wieder.
So, ich habe mich heute mal überlegt, ich zeige euch mal, wie ein Veteran-Flashpoint abläuft. Dazu hier erstmal die Questzone. Hier spricht das Viken Raumdock. Empfang über sicheren Kanal. Gut, ihr seid wenige. Aber das muss genügen. Die Hammerstation ist eine gepanzerte Festung, die im Krieg von der Republik errichtet wurde. Ihre Hauptwaffe war eine Gravitationskanone, die Asteroiden in Planeten schleudern sollte. Der republikanische Senat hat sie stillgelegt, bevor sie zum Einsatz kam, aus Angst, sie würde unkontrollierbaren Schaden anrichten. Aber jetzt ist die Kampfstation wieder aufgetaucht. In eurer Nachricht erwähntet ihr die Atvosek-Hegemonie. Die Hammerstation gehört nun Ihnen? Kurz gefasst, ja. Die Atvosek-Hegemonie ist eine kleine galaktische Macht, die auf fremdenfeindlichem Expansionismus basiert. Die Atvosek selbst haben uns bis jetzt noch nie Schwierigkeiten bereitet. Aber irgendwie sind sie in den Besitz der Hammerstation gelangt und haben damit begonnen, unbeteiligte Systeme in der Nähe unserer Grenzen zu erobern. Wie haben die Atvosek eine stillgelegte republikanische Kampfstation in die Finger bekommen? Das ist unter den gegebenen Umständen eine sehr gute Frage. Ich habe keine befriedigende Antwort. Die Atvosek-Hegemonie glaubt, dass wir nur, weil wir uns mit der Republik im Frieden befinden, Angriffshandlungen anderer Nationen auch ignorieren würden. Aber ihre Eroberungen stehen rechtmäßig uns zu. Ihr werdet ihnen ihren Fehler verdeutlichen, indem ihr die Hammerstation entert und zerstört. Endlich kann ich Krieg führen. Es wird weitere Gelegenheiten dazu geben. Da wäre noch eine Angelegenheit, wenn ihr an Bord seid. Ich möchte wissen, wie sie an die Hammerstation gekommen sind und ob die Republik etwas damit zu tun hatte. Aber lasst euch davon nicht ablenken. Die Station hat eine Besatzung von 10.000 Atvosek und sie werden sich gegen euch zur Wehr setzen. So, das war die Einleitung. Also der Flashpoint ist für 4 Spieler ausgelegt oder für 2 Spieler samt Gefährten. Kann man auch machen. So großartig schwer ist es eigentlich nicht. Der Meistermodus ist nachher ein bisschen nervig. Da muss man schon aufpassen. Aber im Veteranenmodus geht's eigentlich. So, hier unten kann man sich für die Warteschlange da drin einreihen. Man kann auch den Filter benutzen, um die Flashpoints, die man gerade nicht machen will, rauszunehmen, um dann sich für eine ganz bestimmte anzumelden. Und da das mit Wartezeit verbunden ist, weil man muss ja erstmal warten, bis sich 4 Leute gefunden haben, werde ich hier jetzt ein Ende machen und dann, sobald ich eine Gruppe gefunden habe, geht's mit der Aufzeichnung weiter. Na super, und weiter geht's.
Seht ihr, es geht ganz gemütlich. Eindringlinge entdeckt. Sicherheitssysteme der Hämmerstation aktiviert. Abriegelung gestartet. Seht, haben wir keinen Heiler dabei. 4 DDs, da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Hier kann man mit einem bestimmten Beruf, zum Beispiel den Motor hier anschmeißen, damit der Bohrer dann ein Loch macht, wo man durch kann. Hier schlacht Herr Grishan an die Besatzung. Unsere neidischen Rivalen wollen unsere große Waffe vernichten, aber heute verdient sich die Atmosek-Hegemonie ihren Platz in der Galaxis. Ah, keiner traut sich. Kaum gesagt, schon gemacht. Zielsysteme fixiert. Gleich über was ich gebrauchen kann. Und wie ihr gesehen habt, der erste Boss ist gar nicht mal so nervig. Aber die Jungs haben es echt eilig.
Ihr Schlacht, Herr Kreschan, an die Eindringlinge. Diese Station kann ganze Kontinente pulverisieren. Glaubt ihr, dass sie einem einzelnen Angriffsteam unterliegen wird? Das ist pure Arroganz. Mit der Konsole hier kann man sich an einem Gespräch beteiligen. Hier beinahe runtergehüpft. Ihr Schlacht, Herr Kreschan, an die Besatzung. Sammelt euch in Sektion 0. Wir kämpfen für unseren Heimatplaneten und den obersten Kriegsherrn. Hunde des Imperiums, all diese Macht, aber immer noch voller Furcht vor dem Aufstieg einer rivalisierenden Nation. Na, wer sagt's denn, da ist ich auch schon der Endboss. Ich bin ein Schlachter der Advosek-Hegemonie. Ich werde euch besiegen. Thank you.
Hauptwaffe außer Betrieb. Empfehle sofortige Evakuierung. Ah ja, und diese Medi-Station kann man benutzen, wenn die HP-Leiste mal wieder ein bisschen beängstigend aussieht. Ja, ihr könnt euch zum Beispiel das anmelden. Kann man sich auch, wenn man auf irgendeinem Planet ist, sich anmelden. Und dann entweder dann, wenn man rausgeht, hier landen. Oder da, wo man vorher war, bevor man den Aufruf gekriegt hat. Vor allen Dingen kann man ja auch seinen Charakter speziell über die Flashpoints leveln. Ist immer ganz nett, auch mal ein bisschen was anderes. Damit bin ich wieder fertig für heute. Bis dann und habt einen schönen Tag.